Ah, V. V ist es. Hat das Leo nicht vorhin gesagt? Angriffsmodus an, aus, irgendwie. Ich habe nichts mit vorgesagt. Gehen wir mal wieder runter in die Stadt oder wo gehen wir jetzt hin? Na, ich würde sagen, wir gehen bei B3 ganz links in die Stadt, oder? Das ist am nächsten dran bei Erik und ich Wie glaube, gesagt, Leo. das ist die Military, ne? Da gibt es keine Ressourcen. Also Die keine. Military war ganz oben links, oder? Keine Also an dem Bay da oben. Nahrungsversorgung. Also, das ist jetzt die Frage. Irgendjemand meinte, oben links wäre die Military bei B3. Wie gesagt, B3 oben links ist die Military. Ja, und Ja, genau. links an der Mitte von B3 ist doch eine Stadt, oder? Das weiß ich Das nicht. Da können wir uns gerne treffen, wenn wir dann wollen. gehen wir dahin. Ja. Wir sind ungefähr zeitgleich da, weil ich bin ungefähr so weit weg wie ihr. Und wo ist Leo? Bist du denn? Jetzt da bei dem Eingang mit der Zugstrecke. Ach so, dann komm mal auf die andere Seite quasi. Wenn du, wo bist denn? Welchen Eingang? Nördlicher Eingang oder südlicher Eingang? Südlich, denke ich mal. Weil. Nee, auf der Ostseite. Dann Du laufen wir auf leckst die mich Straße gerade. hier hinten, da warten wir dann. Übers Auf die Straße hier hin. Okay. Naja, einfach wenn du östlich stehst, dann halt nach Norden und dann die Straße. Der Straße folgen da. Die nicht gelb ist, sondern grau. Sag mal, haben wir immer noch die Drohne am Arsch? Nee, das sind, glaube ich, Soundbugs. Sexy. Das ist halt, das Laggen ist ja Wahnsinn, ne? Ja. Also, wenn sie das nicht bald im Griff kriegen, ist das echt ein Gamekiller. Dann wird es ein zweites DLC, glaube ich. So, ich bin jetzt auf der Straße. Also die Straße, die östlich aus der Stadt führt. Bin bei der Kreuzung A1, A4, A3 zu B. Also wir treffen uns einfach da, ja, in der Stadt. Ja, weil ich Okay, weiß jetzt klar. nicht. Ach, du bist östlich raus. Nee, du, ich meine oben, die Straße, die oben rausgeht, Leo. Nord, Okay. nordwestlich. Schon schwierig genug, sich zu finden, Alter. Wow. Ah, jetzt gewittert es bei mir. Ja, bei mir regnet es, also bei uns regnet es halt auch. In einem Busch? Also auf jeden Fall bei mir waren gerade andere Spieler. Ich habe Ich sie höre nur einen gehört. Zombie. Also hier gibt es Ja. definitiv Zombies. Da mindestens einer läuft in der Base drin rum, deswegen habe ich da auch nichts gefunden, so wirklich. Jetzt hat's gedonnert. Dann zieht das Gewitter zu euch. Ob man auch vom Blitz getroffen werden kann? Das ist schon so weit weg, dass der Name schon weggeploppt ist. Und ich sehe ihn halt auch nicht auf der Minimap. Ich sehe dich auch nicht mal, ich komme dir wieder entgegen, ja? Hey, kannst warten, ich komme mit Leo gleich, ich sehe ihn schon anlaufen. Jo, dann warst du das, Ich den ich da höre euch unten jetzt, lese. ob das Spiel jetzt gerade durch den Ingame-Sound den PS runtergeregelt hat, das kann ja nicht sein, oder? Eigentlich nicht. Also, Aber ich ich glaube. höre euch gerade echt schlecht so, ja? Leo, halt! Alter, wie das leckt. Bleib mal stehen. Das Wow, ist lol. ein kein Zombie. Und der teleportiert die ganze Zeit. Ist auch am Lecken. Ja. Lol. Leo rennt hier auch wie ein Oh, Wilder scheiße. nach rechts und links. Warum ist denn ein Zeichen hinten blau? Weil ich die Special Edition gekauft habe. Ach so. Was frage ich eigentlich? Ah, wird sich denn auch. Ich dachte, das geht noch irgendwie weiteres. Nee. Also du siehst Ah, einfach ich nur den dachte weiter. Namen, den Spielernamen vom Steam dann über dir. Wir laufen jetzt auch Richtung Stadt. Also dieser Mittelstadt, ja. Genau, die ganz links bei B3 ist in der Mitte quasi. So, ich bin jetzt da. Quasi, ich sehe die Kirche. Ich bin jetzt an der zweiten gelben Straße. Dann komme ich noch ein bisschen rechts rüber, Das östlich. ENG unter der Stamina, So, lass Stefan, mich ist gleich sehen. Energy. Die zeigt dir quasi an, wie viel Jetzt bin ich mal Energie du noch gespannt. hast. Quasi das, was man mit Zucker und so auffüllt. So, ich bin Ich habe auch jetzt. ein Gebäude vor mir. Ja, ich bin jetzt. Wir können uns ja an der Kirche erstmal treffen. Ja. Die ist, glaube ich, am
nördlichsten und steht auf dem Berg, die sieht man ganz gut, glaube ich. Steht jetzt, sag ich auch noch, du hast 25% Hydration. Oh oh oh. Ich habe 56. Da ist die Kirche, nice. Oh, endlich. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Oh, 50 Minuten fast. Ja, inklusive ein bisschen sterben und so. Nö. So, ich bin am Eingang der Kirche. Ja, ich sehe dich. Betet ihr schon oder was macht ihr? Nee, ich komme jetzt gerade rein. Das Längen ist aber echt unnormal, ne? Immer schon hinkriegen, wenn man in der Kirche betritt. Siehst aber auch erschöpft aus. Etwas. Super geil. Vor allem, wenn man sich ein bisschen, wenn man nicht ganz... Oh! Wow! Ich hab den geschlagen. Ja, du hast, aber hast nicht getroffen. Du musst Tab drücken, dann kannst du es annehmen. Hä? Wenn ich dich frage, dann, Tab drücken. Ich hab ein Fenster. Okay, alles klar, okay. Cool. Oh, hast du denn eine leckere Packung? Ja, ich habe ein paar Cornflakes gefunden. Wie das aussieht, wie du stehst in deinem Popcorn da ist. Ja, das ist. Aber du hast auch Hunger, ne? Warte mal, ich geb. Nice. Danke. Chris ist ganz schön ruhig, ne? Ja, so, ja. Eat. Nice. Oh, lecker. Wo ist jetzt Chris, der Alte? Ich bin noch da. Ich habe, wie gesagt, echt Probleme gerade mit der... Der Connection? Nee, mit der Sound-Problematik hier. Ja. Also diese... Jetzt geht's langsam wieder besser. Du hörst die Drohne noch, oder wie? An den Einspielstätten rumspielen, weil der Regen dermaßen laut ist, dass ich euch nicht höre. Ach so, okay. Wir haben jetzt umgekehrt, ich hab den Discord Server so leise machen müssen. Aber ich bin bestimmt auf 20%. Und Spiel hat volle Lautstärke. Also bei mir geht's, glaube ich. Ich weiß auch nicht, warum das bei mir so ist, glaube ich, nur bei mir so. Aber das wechselte dann vorhin auf einmal. Also ich bin auch gleich da. Ich hatte den Stopp da an der einen Hütte gemacht. Okay. Also erstmal vielen Dank fürs Essen. Ich gebe mal die Flakes zurück. Nein. Es sind noch vier Flakes drin. Ja, Leo kann wahrscheinlich auch was zu essen gebrauchen. Ja, können wir auch da liegen lassen. Das ist jetzt am Eingang der Kirche. Ach, hier oben liegt eine. Hier oben liegt eine M1 Rifle. Und ich habe Munition dafür und ein Magazin. Holy shit. Ja, nimm dann die auf jeden Fall mit, die Knarre. 22er Kaliber, was nimmt die? 30er Kaliber. Die besten Waffen in meiner Kirche. Ja, ich glaube, das kann man so nicht sagen. Aber ich glaube, ich werde auch mal kurz reloggen, weil ich höre die ganze Zeit diese Fliegedrohne im Hintergrund. Verfolgt die dich noch vielleicht? Ja. Leider nicht. Bist du hier schon diesen Glockenturm hoch? Genau, da lag die Garant oben gerade. Ich guck auch mal hoch, wie es aussieht. Ich höre irgendwelche Geräusche draußen. Vielleicht sind das irgendwas. Oh, ich sehe nichts. Super geile Aussicht von hier oben. Wenn die Pistole braucht, würde ich es nehmen. Jo. Teko. Okay. Achso, ist. Ah, 10 Schuss sind drin, ne? Ja. Und kann ich das Magazin, muss ich das erst in die Hand nehmen, die Knifte? Ich denke, du musst es rausnehmen, nachladen, wieder reinstecken. Denke ich. Ich versuche es mal einfach so reinzuladen. Ah. Das ist ein bisschen kurios, weil er zeigt halt an. Warte mal, hier ist noch Ersatzmunition dafür. Und wisst ihr jetzt, wie man aus dem First-Person-Modus rauskommt? Wieder Enter. Das ist sonst die Toggle-Taste. Hier liegt noch ein bisschen Munition von dir, Christoph. Die war für dich, Daniel. Nee, die habe ich ausgenommen.
Ich hab die aufgenommen, da liegt 22er Kaliber. Achso. 22er brauche ich nicht, ich brauche 9mm. Ah, weil ich kann sie halt. Kann ich die noch tragen? Also jetzt nehme ich die mit. So. So, hat jetzt hier dann eine Waffe. Aha, ein Schwert. Dann nimm du noch mal die Pumpe hier. Ist da die Frage, ob ich die Pistole da. Das ist auch eine Deko M9. Wo sieht man, welche Muni das braucht? Ich muss nur einfach drauf gehen mit dem. Also mit der Maus und dann sagt er dir, was er für Munition nimmt. Jetzt sehe ich zum Beispiel, ich habe die Waffe auf dem Rücken, sehe sie aber im Inventar nicht. Ah, da ist sie wieder. Achso, da steht. Box, wenn ihr euch noch eine Sekunde orientiert, dann gehe ich nur kurz pinkeln, ja? Ingame? Ja. Bin dafür, nicht in der Kirche, bitte. Ich bin dafür, dass wir jetzt alle anpinkeln. Party. Wo ist eigentlich der Tequila? Hat sich Chris wahrscheinlich schon. Ultra harte Party. Da war der Tequila. Ja. Und da war der Urin. Bin auf die Pinte gebrochen, naja. Aber das Beste war ja heute echt Erik im Stream, da musste ich so lachen. Also ich bin gleich wieder da, ja? Ja. 3 Minuten. Jo, als er eine Ananas quasi ausgeschissen hat, die auf einmal unter ihm lag. Ah, okay, ja, also ich darf nicht rausgehen, weil dann join ich aus dem Squad raus. Also ich bleib in-game, ja? Ja. So. Und ich geh mal gerade ein Geschäft verrichten draußen. Mach das. Bei mir lohnt sich das ehrlich gesagt noch gar nicht. Wenn ich da so gucke, wo steht denn das Bladder Volume ist die Blase, ne? Ja. Und Colon Volume ist der Darm, glaube ich, ne? Ja. Bei mir nur 5%. Ja, ich habe auch nur 5%. Ja, wenn man nichts isst, dann kann man auch nicht aufs Klo, ne? Stopfdarm halt. Ist keine Ananas. Ja, wir müssen nicht mästen, damit wir eine Ananas bekommen. Aber es ist halt echt heftig, wie das leckt, ne? Also alles, was so quasi Client-Server-Abfrage ist, das geht voll in die Hose, glaube ich. Wo steht denn Leo eigentlich? Der steht bei mir außerhalb von der Kirche. Ja, ich hab grad außerhalb der Kirche mein Magazin ausgepackt. Wie es scheint. Ein Magazin? Ja, ich hab ein Magazin erhalten. Also. Ich dachte im übertragenen Sinne. Nee, tatsächlich hab ich gerade ein Magazin erhalten. Du hast es ausgekackt? Ja. Ach, kommt halt auf jetzt. Vorsicht beim Pinkeln, ne? Ich hab gerade gesehen, ich hab die Waffe fallen lassen, also. Ach so? Lag gerade auf dem Boden, nachdem ich gepinkelt habe. Na, das ist ja sexy. Ich das noch gesehen hab. Na, ich glaube, alles, was man in der Hand hält, verliert man bei irgendwelchen Interaktionen. Na klar. Dass man auch nicht einhändig pinkeln kann, ne? Ja. Wahrscheinlich so groß, das muss man mit zwei Händen halten. Ja, also. Ich vermute mal, hier waren auch schon welche, weil die Türen hier offen sind. Ach, du bist schon runtergelaufen? Ja, ich kann es nicht abwarten. Was soll schon passieren? Sachen, die wir sehr oft sagen und dann passiert der größte Scheiß, den es gibt. Was haben wir hier? Metal Scrap. Ja, wenn ich jetzt was hätte, wo ist das Rennen? Ich glaube, ich craft mir erstmal einen Rucksack. Ja, da brauchen wir auch erstmal Bandagen und so weiter. Ja. Lässt sich ziemlich komplett nackig aus, damit ich den Stoff verwerten kann. Nee, das sollte man eher für Verbände. Verbände benutzen, ne? Das Ding ist halt, hier sind wirklich keine Zombies, ne? Ich habe auch erst ein Wildschwein gesehen, das war einfach kein Zombie. Oh. Ist Chris wieder da? Wieso? Gerade weil Chris hier nicht mehr in der Küche ist. Vielleicht ist er automatisch gereloggt oder ausgeloggt worden. Das ist gut möglich.
Ah, hier ist wirklich a bunch of nothing, ne? Echt? Ja, das ist echt nichts zu finden. Aber wahrscheinlich hat irgendjemand an der Straße das Haus gelootet. Ja, das ist, glaube ich, schon alles lecker. Und die Türen sind noch alle auf. Wie geht denn die Treppe? Ah, so die Leiter, okay. So ein bisschen nach oben gucken. Aber kann doch nicht sein, dass hier alles leer ist. Irgendwas muss es doch hier noch geben, selbst wenn hier einer war. So, ich habe gehört, in den Spielen gibt es Medikamente. Ja. So, hier ist mal. Ah, hier ist eine Apotheke. War schon jemand von euch in der Apotheke? Nee. Oh, da ist die Hintertür auch auf. Also, ich glaube, hier ist auch nichts mehr drin. Hier ist wirklich ein Haus, wo die Türen noch zu sind. Ja. Hab ich auch gerade bei der Pharmazie, aber dann war hinten die Tür auf. Hippie Pants. Nice. Sehr gut. Hat er getan. Ah. Ist bestimmt sauber. Hat aber auch nur zwei Slots. Aber. I'm hungry. Nichts. Hippie-Pants sind auf jeden Fall unauffälliger als diese komischen Lappen, die man anhat. Als diese Gefängnisklamotten. Ja. Oh, ich habe einen schönen blauen Pullover gefunden. Mega nice. Sieht richtig gut aus. So, da bin ich wieder. Wo seid ihr, Jungs? Du warst. Wir sind runter in die Stadt. City. Bist du noch in der Kirche gewesen? Ja. Okay, ich habe dich da nicht mehr gesehen. Ich muss mal bloß kurz gucken, wie ich euch in-game. Lauter Kriege. In-game, du meinst in Discord. Ja. Rechtsklick auf den Namen und dann kannst du einen individuellen Regler hochdrehen. Der ist immer auf 100 standardmäßig, kannst du locker auf 200. So, Rucksack. Und unten auf dem Rädchen kannst du gucken, ob dein allgemeiner Lautstärkeregler aufgedreht ist. Oder ob der vielleicht unten ist. Also ich finde auch wenig, ich habe jetzt einen Pullover. Das reicht bei weitem nicht für einen Rucksack. Vor allen Dingen braucht man ja noch was, um den Rucksack zu craften, ne? Man braucht also ein Seaving-Kit. Ja, das ist, wir brauchen halt Zombies, weil das Ding kannst du, du kannst es tauschen mit diesen weißen Pfeilen, wo du meintest. Ja. Gegen einen Knochen, gegen eine Knochennadel. Und die Knochennadel bekommst du aus einem Arm oder Bein von einem Zombie. Na super. Also das geht dann schon. Wir bräuchten halt wirklich einen Zombie. Also ich habe euch jetzt auf ganz hoch geschoben. Wie kriege ich euch noch lauter? Der allgemeine Lautstärkeregler, wenn du ganz unten guckst, neben deinem Namen, ist Mikro, Laut, Kopfhörer und dann das Rädchen. Ja, genau. Und dann? Guck mal. Und da auf Sound, ob die Regler oben sind. Eingabe und Ausgabe. Ich sehe bloß mein Konto bei dem Rädchen. Achso, warte mal. Rädchen und dann Sprache und Video. App-Einstellungen, Sprache, Video. Dann hast du Eingabegerät und Ausgabegerät. Genau, und das habe ich auch auf Maximum. Hast du auch schon auf Maximum? Ja. Hä, hey, okay, krass. Ich höre immer noch echt leise, ja. Nicht, dass das Spiel wirklich das runterregelt. Manche haben das drin, ne? Echt? Ja. Zumindest, Ubisoft war dafür bekannt am Anfang. Dass die Discord manipulieren da sozusagen? Naja, dass sie auch im Teamspeak das hoch und runter schieben. Aber das haben sie irgendwann mal gepatcht. Stefan, ich spiele kein Monster Hunter. Wo seid ihr unten in der Stadt, ja? Ja. Wir looten gelootete Häuser. Weil ich dafür gar nicht Zeit habe, ist auch nicht so mein Genre. Ich drehe komplett durch. Mann, ist das ätzend. Die taucht wieder auf oder hast du sie weggeschmissen? Ich habe sie bestimmt, dass ich irgendwas genommen habe. Oh Mann, weil ich ja keinen Rucksack habe, weißt du? Wenn anhalten. Eigentlich sollte er, wenn du einen Slot oben frei hast, eins oder zwei, dann sollte er die Schüsse. Waffe automatisch... Schüsse, ich bin unter Beschuss. What? Shit. Ich bin unter schwerem Beschuss. 7 Lebenspunkte noch, 7%. Holy shit. Scheiße. Gott, wo bist du? Nein, ich will nicht sterben. Habt ihr die Schüsse gehört? Nee. Okay, steht da. Nein, ich komm nicht. Wir müssen weiter nach Süden kommen wahrscheinlich. Okay, ich komm erst mal zu dir. Jetzt höre ich's, ne? Schüsse, ja. Scheiße, ich werde abgeschossen. Nordwest, aus Nordwest. Ich wurde auch abgeschossen. Scheiße.
Ich renne in Richtung Osten. Ich renne Richtung Kirche. Ja, komm hierher. Ich sehe dich. Hier habe ich gerade eine Pistole aufgesammelt, ob das deine war? Oh, das ist bestimmt neu gewesen, ja. Sehr gut. Ich höre ihn immer noch. So eine Couch. Alter, wie weit ist denn der weg? Das ist mitten auf dem Acker. Kann ich sehen? Ich hab ihn. Aha, one shot. Nice. Guck mal, ob da noch ein zweiter ist erstmal. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Ich habe nur die Mündungsflamme gesehen. Der hat aus dem Busch geschossen. Ja, das ist deine Pistole. Da ist noch das komplette Magazin drin. Leo, wenn hast du gerade... Ich habe mal erwischt. Ich sterbe. 4%. Ich hab noch Verbände. Warte mal. Hast du noch einen? Einen würde reichen. Der wird reichen. Wo seid ihr, Jungs? Wo seid ihr? Da, wo du bist, Leo. Da muss die Leiche irgendwo im Busch liegen. Ja, hab sie gefunden. Wir sind hier... Also, die muss ich jetzt mal durchsuchen. Abluten, ihn ausnehmen, ja. Genau, Stefan. Ist Chris eigentlich noch in der Group? Nee, ich bin raus. Vorhin. Geh mal die Hauptstraße runter. Da sitzen wir in einem der Gebäude, gegenüber von den Garagen. Da ist ein graues Gebäude mit 3 Garagen. Oh Gott. Erik blutet alles voll hier. Echt? Ja, krass. Ich höre die Stapfen. Mich? Ich sehe einen Supermarkt hier. Chris, du bist gerade schon zu weit. Dreh dich mal um. Wenn du das bist. Siehst du uns hier? Ja? Ja, ich sehe euch. Ich bringe euch die Pistole erstmal. Oh ja, cool. Huch. Bist du das hier draußen? Ja, ich bin es. Hier ist die Pistole, wo ich stehe, ist die Pistole. Ich entweite dich mal. Oh, hier eine Dingens gebaut, eine Falle. Okay, das war wahrscheinlich jetzt nicht cool. Die Pistole liegt hier irgendwo. Ich nehme sie erstmal wieder mit rein, ja. Achso, hast du draußen liegen gelassen? Ja, ich komm mal mit rein. Wartet mal. Bei mir ist also Leo macht schön die Leiche leer. Ja. Hat sie das? Nein. Hier ist die. Warte mal, ich lade mal die Pistole nach. Geht das? Wartet mal. Nee, geht nicht. Scheiße. Hier müsste aber noch ein zweiter sein. Wenn Chris auch beschossen wurde, muss hier noch irgendwo ein zweiter rumlungern. Hier ist die Pistole. Ja, so verdammt. Hat der Kram, Leo? Nein. Holy shit, was war das für ein Schrei? Ich glaube, das war eine Tür, oder? Das ist ein Zombie. Nee, das war Genuine hier, meine Freundin. Achso. Die spielen gerade wieder Dead by Daylight. Achso. Oh, ich habe eine Säge im Busch gefunden. Der hat Lederschuhe. Krass, dass ihr das hört. Achso, du hast hier quasi... Was hast denn du hier alles... Hä? Was? Leo hat sich komplett gegönnt, glaube ich. Ich komplett gegönnt, ja. Ich kann auch, falls jemand noch Taschenplatz braucht. Ich habe noch nichts zum Tragen. Ich habe auch noch nichts zum Tragen, außer zwei. Oh, Moment. Ich schmeiß mal den Rucksack raus. Da ist schon was drin. Und ich schmeiß mal meinen Tracksuit raus. Da sind auch noch mal 2 Plätze. Und wie kann ich den Typen mehr schlachten? Ach, stimmt. Moment. Ich sehe schon. Jetzt geht's los hier. Alle Bäder. Dann Erik, nimm du erstmal den Rucksack auf. Ich habe noch einen Mantel an. Ich wollte den Tracksuit, aber das reicht leider echt nicht für den Kollegen wieder. Drohne kommt. Abschießen. Was nehme ich denn davon? Okay, ist das super eklig. Jetzt sind ja Torso-Teile und sowas. Was mache ich denn? Die kannst du nochmal klein hacken, dann kommen Steaks raus. Ja, auf geht's. Oh, jetzt so eine platzierte Granate, ne? Alle tot. Da ist ja schon eine Waffe drin. Ich habe ja 2 Pistolen. Ich lege meine Pistole auf den Boden. Kann einer von euch nehmen? Warte mal, ich kann dir... Irgendwo liegt hier... Nee. Jetzt liegt eine zweite Pistole auf dem Boden bei mir. Oh, ich habe gerade noch was ausgewählt. Oh, direkt mal essen. Oh, ich habe so Hunger gehabt, ne? Kann man eigentlich das Werfen des Speers abbrechen? Ich weiß nicht wie. Ich habe es auch versucht. So, jeder packt sich ein Steak ein. Fett ist wahrscheinlich auch eine gute Idee, oder? Ja. Steak kann man auch roh schmausen, glaube ich, sogar. Ja. Ah, ich glaube, mein Anzeige ist gerade verbuggt. Eat it all. Es gibt extra einen Menüpunkt Eat all. Dann lass doch den Typen auseinandersägen. Wie so ein Horrorfilm gerade. Pistole? Ja, eine Pistole habe ich hingelegt. Ja, dann nehme ich sie erstmal, weil ich ja noch Platz habe, sage ich mal. Wenn jemand die will, dann gerne, ne? Ja. Ich habe übrigens keinen einzigen Fame-Point gekriegt, als ich den Typen abgeschossen habe, ne? Null. Echt nicht?
Das war Wie total hast du komisch. insgesamt momentan? 41. Nice. Wie konnte. Man kann doch jetzt aus dem Knochen theoretisch. Ja, eine Nadel. Eine Nadel machen, ne? Was muss man dafür machen? Du gehst ins Crafting-Menü, wählst die Nadel aus und craftest die. Das ist dann die zweite Nadel. Ah, super. Ich habe jetzt bloß keinen Platz mehr, glaube ich, dafür. Ich komme gar nicht mehr an die Steine ran. Ich brauche nicht mehr Steine. Alles voller Fleisch, Menschen. Irgendeiner von euch hat eine Langwaffe, für die ich Munition habe. Mit Punkt 22, ne? Ah, das könnte ich sein. Drohne? Oder warte mal. Oder nee, ich habe es schon weggeflackt. Ich muss nochmal durchgucken. Sieht fast so aus, als wenn ich schon weggeschmissen hätte. Hä, wo ist denn die Nadel besser? Jetzt? Ich habe noch 9 mm. Wo ist die Nadel? Ey, was zum Teufel? Sie ist irgendwo ganz unten, oder was? Ja, die neuen Sachen kommen ganz unten, aber ja. Hier liegt nichts unten. Ich hab's so. Doch, ganz, okay. Ganz unten ist eine Nadel. Ich mach auch nochmal eine Nadel. Nadel kann man immer. Und ich hab Faden, ne? Also, falls jemand braucht, ich hab Faden. Da haben wir schon Nadel und Faden. So, ich zieh mir nochmal ein halbes Kilo Fleisch direkt aus dem Gras in meinen Magen rein. Nice. Wie auf so einem Festival gerade. Ne? Bin mir echt auch nicht sicher, ob das eine coole Idee ist, Menschenfleisch zu essen, aber gut. ich zerschneide mal gerade die beiden T-Shirts, die auf dem Boden lagen. Letztens. Okay, ich muss jetzt nämlich gerade kotzen. Oh nein, ich glaube, das war, weiß ich nicht, zu viel, zu wenig. Zu wenig wird's gewesen sein. Oh Mann. Wahrscheinlich muss versuchen, unter 100 Punkte zu bleiben, ne? Beim Magen, bei der Magen-Darm-Füllung. Ja. Irgendjemand hat auch letztens so viel Fleisch reingekloppt, dass er bei 700% Protein war. Ich guck gerade, wo das steht. Steht das oben rechts? Ich glaube oben rechts, oder? Masse, Mass. Ja, es war, der Magen war zu voll tatsächlich, ja. Ihr habt recht, der Magen war zu voll. Oh, ich bin auch bei 102%. Knapp drüber. Überfressen. Aber ist gut, immer so leicht weiten den Magen. Naja. Ich habe hier immer noch Schrotflintenmunition, by the way, bei mir. Ich pack die mal raus, dann kann ich mir noch ein Fleisch mitnehmen. Schön, das Fleisch. Und hier ist auch noch ein 22er Munition. Können wir jetzt nicht mit den Sachen Rucksack machen? Leute, wir können. Ich mach mal noch ein paar Seile und so. Und dann können wir hier. Ach, wir haben ja jeder einen Rucksack, ne? Aber nee, aber der Rucksack ist größer, den wir machen können. Ich habe noch keinen Rucksack, ich bräuchte dafür halt jetzt. Ja komm, da machen wir mal Rucksäcke. Animal Skin? What? Das ist der falsche. Ein Long Wooden Stick. Zombie Head? Moment. Zombie Head? Was? Ich habe doch gegessen, Stefan. Hier, siehst du. Magen ist zu 86% also, gefüllt. Ihr könnt die Schnüre machen. Alles gut. Improvised Ropes aus 5 zerschnittenen Lumpen, ne? Das heißt, wir brauchen 10 zerschnittene Lumpen. Na, vor allen Dingen brauchen wir 5 Speere. 5 Holzdinger. Wie kann man die jetzt wieder hierher tragen? Moment. Du kannst die bundeln. Also. Ah, da brauchst du ein Seil für, ne? Oder? Nee, geht auch ohne. Achso, na du dann. Du kannst gleich die Gegenstände kombinieren. Dann hole ich ja hier mal ein paar lange. Ja. Ich schneide mal weiter. Kann ich mit der Schere. Kann mit der Schere einen Baum fällen, oder was? Nee, mit dem. Nicht jetzt? Nee. Okay. Nee, ich habe, glaube ich, nur noch so ein. Ich hatte noch irgendwo ein Stone Knife. Aber lustigerweise geht mein Energy Level nicht hoch von dem Fleisch. Ja, das hat mir auch gerade im Stream einer gesagt. Ich glaube, das geht einfach nur, wenn du Zucker mampfst. Sag mal, Energy. Bin auch ich mal versuch, das Essen zu vermeiden. Nee, warte mal, das ist so. Dein Intake muss ja größer sein als dein Usage, also oben rechts die beiden Werte, ne? Ja. Solange der Wert noch drunter ist, kriegst du keine Energie. Erst wenn der Usage-Wert überschritten wird, dann fängst du an, Energie zu regenerieren. Das dauert ein bisschen. Okay. So, ich habe hier ein Bündel aus Sticks. Schmeiß mal hier rein. Ja. Alter, das Inventar scrollt hier erstmal auf der linken Seite runter, wie blöde, weil hier so viel Zeug draußen liegt. Ich hab gerade nochmal die Beine auseinandergelegt. Vorsicht nur mit den Racks, weil er braucht ja auch fünfmal Stoff. Wir haben nur noch 2 Stoff.